Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück hier zu den Chroniken von Hohenstein. Und es geht wieder weiter und heute mit zwei Gästen neben mir, die Anni angereist aus Mooseck und hallo. Der Cedric angereist aus Nordwehen. Hallihallo, grüßt euch. Guten Tag. Hi. Ja, liebe Zuschauer, wie ihr in der letzten Woche mitbekommen habt, habe ich ein Buch gefunden oder lag ein Buch bei mir im Briefkasten von den lieben Bürgern von Bergstetten. Und wir wollen uns heute auf den Weg in diesen Ort machen, zu dritt, und gegen diesen bösen Magier ankämpfen. Und ja, dann würde ich sagen, ihr seid bereit zum Loslatschen, gell? Genau. Wanderstiefel sind angezogen. Gut. Dann würde ich sagen, ja, laufen wir los, einfach in Richtung Osten. Ja, der liebe Cedric nimmt das hier heute auch noch mit auf. Zeichnet das auch noch im Hintergrund mit auf. Das heißt, ihr könnt euch das dann auch noch mal aus Cedrics Perspektive anschauen. Den Link dazu packe ich euch dann in die Videobeschreibung. Und ja, genau. Ich öffne mal für die Dame das Tor. Danke. ja, genau. Ich habe auch extra genug Essen jetzt hier noch mitgenommen, habe auch noch ein paar Steaks mitgenommen. Ja, denn wir wissen nicht halt, wie weit es ist bis zu diesem Ort. Wir waren ja da. Wo seid denn lang? Hier hoch. Gut, wir warten mal auf Cedric. Cedric ist noch nicht, ist nicht so schnell heute. Nö, heute bin ich nicht so schnell. Nee, aber ich sehe ihn schon. Hab die Gatter aufgelassen, die mache ich mal wieder zu. Jo. Ja. Wir haben extra für dich offen gelassen. Wie vorbildlich. Ja. Upsala. So. Und ich habe vergessen, den Chat auszustellen. Oh nein. So ein Mist. Wer soll denn uns noch schreiben? Wir sind doch hier. Wer weiß, vielleicht kommt Bruno und Schucke heute online. Wir sind doch verreist, denke ich. Ja. Aber vielleicht kommen die auf dem Wendland-Server noch online, kann doch sein. Naja, gut, Cedric ist da, dann können wir weiter reisen, einfach in Richtung Osten. Wie war das nicht? Im Osten geht die Sonne auf? Im Süden nimmt sie ihren Lauf. Im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Genau. Ah, habe ich mir doch was gemerkt. Oh, hier ist ganz viel Kies. Ja, ja. Ich sag ja, ich habe einen Kies. Kiesfutter hinten. Genau. Ich kann. Ist das ein Biom M? Was? Ja, das ist hier Biom plus M. Biom plus M. Und das M verrät dir, hier ist mega viel Kies. Okay. Also überall, wo M ist, ist Kies. Dann wissen wir ja, wo wir den Kies herholen. Genau. Ja, genau. Ich werde da dann auch noch mal ein kleines Kieslager wahrscheinlich einrichten. Oh ja, geht's tief runter. Muss man außen rum. Ja. Müssen wir außen rum latschen. Und die Sonne geht unter? Haben ja alle, denke ich mal, zum Glück Betten dabei. Ja, natürlich. Immer. Ne? So, wir haben uns mal hier mit dabei habt. Also etwas sicheres, sicheren Platz suchen. Bam. So. Mich auch. Warte. Bett aufstellen. Ich liege. So. Ich lieg auch. Wunderbar. So, ja, heute bei Gastaufnahmen habe ich natürlich die Musik aus. Anni, du hast mein Bett. Weil ich habe mein Bett nicht mehr. Musst du denn das Bett auch mir wieder geben? Ich müsste es eigentlich ja. Du hast immer noch, Anni. Oh. Guck mal die zwei Turteltäubchen hier an. Warte, bleibt mal so stehen, wie ihr gerade seid. Guckt mich gar an. Gar nicht. Turteltäubchen. Guckt mich mal an. Oh, wir gucken mal. Guckt den Cedric an. Peace. Na, einmal Frühstück. Ja, dann stellst du das Bett einfach für mich nachher mit auf. Auch kein Weltuntergang. Hast du es immer noch nicht aufgenommen? Nee, ich habe es nicht, Anni. Jetzt hab ich's aufgenommen. Oh, ich schmeiß es hier runter. So. Okay.
What the fuck? Jetzt habe ich's wunderbar. Okay, wir können weiter. Steuerung. Mhm. So. Ach ja, schöne Bergluft hier oben. So, jetzt müsste es ja funktionieren, oder? Was muss funktionieren? Okay, das wird einfach nur nicht angezeigt. Oh, das. Ach so! Ah, ich habe das Chat ausgestellt. Meine Freunde. Ach so. Alles gut. Oh, guckt euch mal dieses Bergmassiv hier an. Ja. Ein wahrlicher. Dafür liebe ich die Umgebung Hohenstein auch so für diese unglaublich schönen Berge. Meine Eisenspitzhacke ist zwar fast kaputt, aber. Jo, ich habe noch eine dabei. Ist kein. Kein Problem. Ich auch. Ich nehme ja immer so mehr mit als benötigt. Klettern wir mal hier den Berg hoch. Ja. Ihr seid ja schon wieder am Abstieg. Lasst mich durch, ich Arzt. Sagt die Anni. Das ist mein Spruch. Sagte die Anni, ja. Ja, ja. Weil du gerade gesagt hast, Vorsicht, hier Steilhang. Oh ja. Geht's tief runter. Na, hast du gedacht, Anni lügt, Cedric, oder wie? Nee. Oh, hier ist eine Kuh gestorben. Gut, können wir mitnehmen hier ein bisschen. Groß. Fleisch. Hier ist eine Kuh gestorben, Fleisch. bei mir auch. Gesammelt. Alles klar. So. Cedric steckt eine Kuh in Brand. Oh, das war Hammelfleisch. Ach, hier seid ihr. Ja, hier sind wir. Wir haben extra auf dich gewartet. Boah. Cedric steckt hier sämtliche Kühe in Brand. Ja, echt, oh. Hast du denn kein Herz, Cedric? Das lodert wie Feuer, mein Herz. Warte mal. Na, hier rüber, geht's oder? Da hinten lang? Ich glaube, wir müssen einmal ringsrum. Ja. Da geht's nämlich wieder runter. Weil der Berg wäre eh sehr kurz gewesen. Ah, sehr wunderschöne Landschaft hier. Ja. Klasse. Soweit bin ich auch noch nicht hier gereist. Das ist ja wirklich schön hier. Auch mit dem Fluss hier so. Ach ja. Ja, liebe Zuschauer, ich habe übrigens meine Eisenspitzhacke verzaubert mit Haltbarkeit und Effizienz. Dass ihr Bescheid wisst, warum die so aufleuchtet in meinem Inventar. Sie leuchtet so auf. Der Spitzhacke geht ein Licht auf. Oh, Cedric, es ist aber mal gut mit Kühe und Hasen und Hühner und was weiß ich nicht alles. Schlachten. Der braucht Futter. Ja. Muss er auch wieder gestärkt zurückreisen. Ja, also doch nichts mitgenommen. So, so. Doch, doch, ich habe mir was mitgenommen. Aber muss es ja wieder auffrischen. Gebraten. Genau, das muss man ausnutzen. Ja. Ja. Ja, ja, so ist das. Ganz nach Osten, sagst du, müssen wir. Ganz nach Osten, ja. Zumindest laut dem Buche. Und es gibt auch gleichzeitig Federn. Ich guck gerade mal oben auf die Zeit. Wir sind jetzt schon wieder 10 Minuten auf Sendung. Joa, hier ist eine Ebene. Hier ist eine Schlucht, Achtung. Könnte Schlucht. Also rein theoretisch sein, dass auf dieser Ebene vielleicht schon das Dorf ist. Könnte sein. Mal rüber gucken. Na? Scheint nicht der Fall zu sein. Scheint nicht der Fall zu sein. Da drüben sind Pferde und Schafe. Hier ist Zuckerrohr. Wollt ihr Zuckerrohr mitnehmen? Habe ich genug. Habe ich auch genug. Okay. Mehr Platz im Inventar. Richtig.
Müssen wir mal schauen, wo wir herauskommen. Die Ebene geht nämlich hinten weiter. Das ist nämlich ein bisschen östlicher von Hohenstein. Ja. Und ich höre mich doppelt. Du hörst dich doppelt? Ja, ich habe mich gerade doppelt gehört, naja. Echo. Echo, Echo. Ja, liegt vielleicht auch ja an den Bergen und so. Da hört man sich gerne mal doppelt. Genau. So. Eine schöne Pfingstrose, ja? Oh, wo denn? Ach da. Ja, durch das scheint durch das Update immer nur so die Hälfte dargestellt zu sein. Naja, aber diesmal ist es nur die oberste Hälfte, ne? Ja. Ist auch ein bisschen interessant. Ach ja. Ich nehme mal welche mit. Wenn ich welche bekomme. So bekomme ich denn die Blumen nicht? Anscheinend, weil die nur zur Hälfte dargestellt werden. Ja, weil unten weil der Strom ist. Wahrscheinlich offiziell in der 1.9 hier gar nicht wachsen sollen, aber dadurch, dass ich damals kurz auf die 1.8 gewechselt bin, anscheinend. Das ist gut möglich. Da waren. Oh, hier hinten ist ein Flower Forest. Blumenwald, ja. Ne. Nicht so schwer, nicht so einfach an hier raufzukommen. Oh, hier hinten, ja, oh ja. Oh, das sieht schön aus. Mach ich mal ein Foto. Oh. Wow. So viele Blümchen. Ja. Ach ja, gut. Wollen wir mal weiter, was? Oder macht Cedric, man scheint gerade noch ein Foto zu machen, Cedric, war? Das ist absolut korrekt. Ja. Tintfische. Boah, diese Farbenpracht. Habe ich aufgesammelt. Wahnsinn. Guckt euch diese Farbenpracht an, meine lieben Zuschauer. Das sieht wirklich klasse aus. So, es geht schon wieder auf die 13. Minute bei mir drauf zu. Das heißt, so langsam ist bei mir die erste Folge auch leider schon wieder zu Ende. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals wieder fürs Zuschauen und ja, ich sage dann bis zur nächsten Folge der Chroniken von Hohenstein, wenn wir dann wo seid ihr? Weiter Richtung Osten reisen. Ja, wo bist du? Ich sehe dich auf der Karte, aber ich glaube, ich bin schon wieder viel zu weit vorne. Da geht es für euch aus, nächste Mal weiter. Jo. Wir verabschieden uns. Und dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.